Hallo und herzlich willkommen zu ein paar neuen Studio-Apps. Studio-App 1, Style Unlock. Damit könnt ihr, wenn ihr nicht dieses nervige von links nach rechts ziehen beim Unlock haben wollt, einfach einstellen, wie ihr es wollt. Ich habe von oben nach unten. Dann zieht ihr einfach den Finger von oben nach unten und das ist wie, als würdet ihr die einfach diesen Slider benutzen. Bekommen tut ihr das ganz auf Studio. So, hier seht ihr Style Unlock. Das könnt ihr ganz einfach bekommen, wenn ihr diese ganzen Quellen hinzufügt, die ich in die Videobeschreibung rein tue. Ganz einfach installieren klicken und danach wird euer iPhone neu starten. So, auf den Einstellungen werde ich euch auch noch zeigen. Und zwar jetzt könnt ihr einstellen, wie viele Finger ihr benutzen wollt, ob es von unten nach oben, von oben nach unten, von links oben nach rechts unten sein soll. Das kannst du euch überlassen. Wie ihr sehen könnt hier. Und ja, ich habe jetzt einfach von oben nach unten bei Hitslider könnt ihr machen, dass der Slider verschwindet und wie ihr sehen könnt, ist das Slider weg. Und ja, das war Style Unlock. So, Studio App 2, Display Recorder. Mit Display Recorder könnt ihr ganz einfach euer Bildschirm aufnehmen und habt dann auch schön diesen schönen Daumeneffekt. Ich zeige es euch jetzt einfach mal schnell, indem ihr auf. Oh ja, also wenn ich es installiert habe, geht ihr auf Display Recorder. Geht dann auf, wenn ihr ein Video aufnehmen wollt, auf Plus. Dann könnt ihr auf Record gehen und ihr fangt an, euer Display aufzunehmen. Ihr habt ja noch diesen schönen Daumeneffekt, wo gerade euer Daumen ist. Das ist dieses weiße Ding da. Ihr geht einfach wieder auf Display Recorder und geht auf Stop Record. Danach wird die Aufnahme beendet und ihr habt das Film aufgenommen. Einfach auf Play Video und schon seht ihr das Video. Ich werde jetzt nicht das ganze Video laufen lassen, ich will es euch nur kurz zeigen. Löschen könnt ihr ganz normal und ja. Bekommen tut ihr das Ganze über Cydia mit der Quelle h7v.org. Man kann zwar in der Suche es bekommen, aber ich gehe eigentlich immer über Verwalten, weil so bin ich mir sicher, dass ich genau das Richtige bekomme. Ihr geht auf Verwalten, dann geht ihr auf Quellen h7v.org, geht aufs D an der Seite und schon seht ihr Display Recorder. Ihr nehmt das erste und ganz einfach installieren. Ja. Das war Display Recorder. So, Studio App 3 ist Power Lock. Mit Power Lock könnt ihr, wenn ihr das der ganze Ding lockt, hier, wie ihr seht, Unlock, Respring, Safe Mode, Turn Off und Reboot sehen. Müsst ihr nicht dauernd irgendwie da ins Menü, das Ding entsliden, so jetzt habe ich es, um das Ganze zu machen. Wenn ihr zweimal auf die Mitte drückt, wo Musik kommt, verschwindet das Power Lock. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Bekommt, tut ihr das Ganze über Studio. Wer hätte das jetzt gedacht? So, ganz normal auf Suchen. Boah, ne, ich habe es jetzt schon gemacht, deswegen, also einfach suchen. Das sieht dann so aus von XLIZE, PowerLock, einfach installieren. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr bei den Einstellungen. Warum ladet das jetzt so lange? Ja. Bei den Einstellungen könnt ihr noch ein paar Kleinigkeiten verändern. Ich zeig euch das jetzt schnell. Bei Enable this PowerLock könnt ihr ganz einfach das machen, dass es weg ist. Habt ihr es gar nicht mehr. Wenn es wie wenn ihr den wieder haben wollt, einfach wieder auf das Orangene gehen. Use Background und ja, ihr seht ja, was da alles ist. Ich werde es wahrscheinlich alles einzeln vorlesen. Und ja, das war PowerLock. Das nächste ist Multiflow. Ich zeige es euch ab jetzt als erstes in den Einstellungen, damit ihr überhaupt wisst, wie ihr das Ganze anmacht. Ihr geht auf Multiflow Activation Modus. Ich habe jetzt vom unteren Bildschirm nach oben ziehen. Und ja, das sieht dann so aus. Einen Moment. Wenn ihr vom oberen von unten nach oben zieht, habt ihr diese coole Auswahl. Damit könnt ihr dann ganz einfach draufklicken, wenn ihr was wollt, oder auf dieses X gehen, dann ist es weg. So. Das Ganze bekommt ihr über Cydia. Wer hätte das gedacht? So. Hier seht ihr es. Multiflow. Bekommt ihr über die iRepo.us-Quelle. Ganz normal installieren. Und dann habt ihr Multiflow. So, hier nochmal Multiflow. Ich finde es sehr praktisch und es macht mir einfach Spaß. Das nächste ist Passwort Pilot. Da habe ich leider einen Rechtschreibfehler reingebaut und zwar bei Passwort kommt statt TD hin, wie Englisch Passwort. Ich finde, es ist ein sehr, sehr nützliches App für die, die laufend beim App Store ihr langes, einmal groß mit Zahlen Passwort eingeben müssen.
wird das alles viel einfacher gemacht. Ihr geht einfach auf App Store, das wählt jetzt irgendeine App aus, zum Beispiel dieses Chatpack. Und ihr geht ganz normal auf Installieren. Und dann müsst ihr nicht euer nerviges, langes Passwort eingeben, sondern ihr habt das gleich. Das Ganze macht ihr mit Passwort Pilot. Um euch zu zeigen, wie das geht, geht ihr auf Einstellungen. So, Einstellungen. Klickt auf Passwort Pilot und gebt dort euer Passwort ein. Es ist sehr praktisch, mir gefällt es und ja. Bekommen tut ihr das Ganze über Cydia. Wie hört ihr das denn jetzt erwartet? Hier seht ihr Passwort Pilot. Dafür braucht ihr keine Quelle, die müsste dabei sein. Und dann ganz normal auf Installieren klicken. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet bei den nächsten Videos auch noch rein. Und ja, ciao.